Nicht mehr 350 Quadratmeter, sondern 600 aus zwei Etagen plus 800 Quadratmeter Außenfläche macht insgesamt 1400 Quadratmeter Gesamtfläche. Das ist die Größe des Neubaus im Aquaria in Coburg. Aus einer Sauna ist jetzt eine ganze Saunalandschaft geworden. Wir haben, wie ihr seht, jetzt auch einen Außenbereich. Das hatten wir in der alten Sauna nicht. Von den Saunen her sind wir jetzt auch ein bisschen gewechselt. Wir haben jetzt eine Aromasauna mit 80 Grad. Wir haben eine finnische Sauna, wo ein Aufguss ist. Das hatten wir früher auch nicht. Und wir haben eine wunderschöne Kaminsauna, wo auch ein echtes Feuer brennt. Das hatten wir vorher nicht. Zur Neueröffnung gab es Führungen durch die neue Saunalandschaft und unter anderem Showaufgüsse mit dem deutschen Saunameister Dominik Hepp. Der Erfurter ist in der Sauna quasi daheim. Ihm gefällt das Coburger Exemplar. Ist super geworden. Ich kenne sie von im Rohbau noch. Da war ich schon mal hier, das Aquarium zu besuchen für eine Aufgussschulung. Und jetzt, wie es natürlich fertig geworden ist, der Wahnsinn. Super. Gleich zur Einweihung der neuen Saunalandschaft kamen viele Besucher ins Aquaria zum Schauen und zum Schwitzen. Ja, ist kein Vergleich zur alten natürlich. Ne? Ich meine, das war halt nochmal 60er, 70er Jahresteil da drüben. Und Bad Stoffelstein, Rohloch hat aufgerüstet. Und daher mussten sie mitziehen. Ne? Ich meine, im Gegensatz zu der alten, ne, ist jetzt alles schon moderner geworden als wie die ältere. Was ich auch gut finde, ist, dass es hier eine Aufgusssauna gibt. Also man muss nicht mehr so lange suchen, wo ist denn jetzt der nächste Aufguss, sondern man weiß, wo jetzt der Aufguss ist. Es ist ja immer hier in der finnischen Sauna. 2,8 Millionen Euro kostete der Neubau am Hallenbad. Eine Besonderheit ist der Halotherapie-Ruheraum. Er dient vor allem der Gesundheit. Das Besondere ist unsere Ausrichtung. Wir haben jetzt hier eine Gesundheitssauna gebaut. Wir haben oben einen speziellen Salzruheraum. Der ist auch sehr groß, das sind über 100 Quadratmeter, wo man auch locker 20 Personen unterbringen kann. Da ruht man sich aus in einer hundertprozentig gesättigten Salzluft. Diese Salzluft ist gut für Asthmatiker, Leute, die was Probleme haben mit den Lungen, die Neurodermitis haben. Das ist ganz feine Salzkristalle. Werden beim Atmen quasi bis in die Lunge transportiert und können halt damit ganz gute therapeutische Erfolge erzielen. Geöffnet ist die Sauna ab spätestens 13 Uhr und täglich bis 21 Uhr geöffnet. Dienstags gibt's auch eine Damensauna ab 10 Uhr. Nach über einem Jahr Bauzeit kann man sich jetzt also in der neuen Saunalandschaft entspannen und so ganz ohne Sport einmal richtig abschwitzen.